Bisher ist eben die Problematik, dass wir mit handgeführten Geräten, also erstens nur sehr leichte Geräte ranführen können, dass wir da auch selber im Gefahrenbereich arbeiten. Und die Überlegung kam dann eben darauf, dass wir einen Werkzeugträger benutzen. Und da sind wir auf den Schreibwagen gekommen, der eben verschiedene Werkzeuge direkt bis an die Einsatzstelle in den Trümmerkegel bringt. Das heißt, hier können wir jetzt also hingehen und leistungsfähige Hydraulik mit Spezialwerkzeugen direkt vorne an die Einsatzstelle bringen, können dadurch wesentlich effizienter und effektiver arbeiten und den Leuten dadurch auch schneller helfen. Also der Einsatzerfolg sollte sich dadurch schneller einstellen. Und Ihre Mitarbeiter können außerhalb des Gefahrenbereichs bleiben? Genau. Also entweder sie sind selber im Bagger, dadurch sind sie eben geschützt, die Fahrerkabine ist geschützt, oder sie können per Fernbedienung die gesamte Maschine bedienen und eben sehr feinfühlig und wieder daneben steht, beobachten, was sich gerade tatsächlich tut. Und diesen Bagger haben Sie jetzt wie lange erprobt? Den ersten Bagger haben wir bekommen 2008. Das heißt, der Bagger, den Sie heute vorstellen, ist gar nicht der erste? Das ist nicht der erste. Also der erste ist bei unserem Kooperationspartner im Berchtesgadener Land. Und der zweite wurde eben angeschafft als Allradversion, die eben hier im Flachland eigentlich praktisch ist. Also wir kommen wesentlich schneller irgendwo hin, er lässt sich schneller verfahren, er ist besser im Klettern. Der andere hat auch Vorzüge, weswegen wir ursprünglich genommen haben, aber insgesamt ist der Einsatzwert für so neu. Jetzt liegt der Erfahrungsbericht vor und wer entscheidet darüber? Also wir haben die Faktengrundlage geschaffen, unsere Erkenntnisse zusammengefasst und danach wird eben die THW-Leitung in Bonn entscheiden, wie sie das einsetzen möchte, ob sie es überhaupt einsetzen möchte, wie häufig es wo platziert wird. Dieses Komplexe, das wird von der THW-Leitung entschieden. Wir haben jetzt erstmal die Grundlage dafür gelegt, dass alle die Fakten kennen. Und dann wird man eben sehen, was sich da passiert. Ist ja auch eine Kostenfrage. Was kostet so ein Bagger? Also, dieser Bagger in der Grundversion kostet 190.000. Da kommen dann natürlich noch die Zusatzausstattung dabei, die Anbaugeräte. Aber letztendlich, es bewegt sich im normalen Rahmen eines normalen Baggers. Und wenn Sie die Aufgabenbereiche zusammenfassen würden, wo sehen Sie es im Wesentlichen? Also wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf die Bergungsaufgaben. Das heißt, es ist natürlich ein Bagger, wir können auch baggern, wir haben die Anbaugeräte, die normale Bagger auch nutzen. Der Mehrwert, den die Maschine bietet, der liegt eben daran, dass wir die Bergungsaufgaben so unterstützen können, dass wir da irgendwo Hilfe hinbringen, wo es bisher nicht möglich war. Also auch von uns nicht, von anderen nicht. Und diese neuartige Kombination, das ist das, wo wir unser Hauptaugenmerk legen. Das macht eben diese Entwicklung überhaupt aus. Und wie viele Leute hier aus Remscheid können diesen Bagger jetzt bedienen von Ihnen, THW-Leuten? Wir haben 8 ausgebildete Baggerfahrer, die also auch den Maschinenschein dafür haben. Also wir halten uns da sehr an der Wirtschaft, weil letztendlich, man muss natürlich die rechtliche Sicherheit auch haben. Und in Berchtesgaden sind es eben ähnlich viele Leute. Also intern im THW können wir die Leute auf den Lehrgang schicken und dann eben die Befähigung dafür erlangen. Und dann werden wir eben sehen, wie viele man hinterher bekommt.